So, ich muss mal überlegen, wo wir jetzt zuletzt eigentlich dran waren. Und zwar, was haben wir denn gemacht oder was habe ich gemacht? Ich war auf jeden Fall bei der Mine. Das weiß ich noch. Genau, wir haben den Händler Lasse kennengelernt. Mit denen sollen wir. Nee, Quatsch, Ivan war das. Der Morkornhändler. Der nicht in dem Lager willkommen ist. Auf jeden Fall. Schmied, Lehrer für Büchsenmacher. Genau, wir haben diesen Tialk oben in die Bastion mit reinbekommen. Genauso wie den Baumeister. Die Frage ist, was muss ich als nächstes machen? Um einen guten Partner für die sechste Macht zu finden, muss ich mit Experten und wichtigen Leuten der jeweiligen Gilde sprechen, um mir ein Bild von der Streitkraft der Gilde machen zu können. Okay, so, dann haben wir hier noch gemeinsamer Weg. Ich bin schwach geworden. Ich muss einen. Okay, das ist etwas, was länger dauert. Ein Fuchs unter Wölfen. Moin, Dave. Hey Dave, ich habe dich eben im Discord kurz reinhuschen sehen. Ich war weiter unten, ne? Falls du zu mir wolltest. So. Fox ist ein starker Krieger der Berserker ohne Ambitionen, in der Hierarchie der Berserker aufzusteigen, obwohl er das Zeug zum Warlord hätte. Er wäre ein geeigneter Waffengefährte, wenn ich ihn überreden könnte, bei meiner Sache mitzumachen. War das nicht der. Das war der Typ, der. Der Witzbold war das doch, ne? Kaya will Tava von möglichen Bedrohungen an den Grenzen ihres Landes Tava befreien. Ich fürchte, sie wird erst Ruhe geben, wenn ihre Berserkergemeinschaft die größte Streitkraft von Magalan besitzt. Kaya wird mich zur Zeit von Zeit immer mal wieder mit ihren Pflichten konfrontieren. Okay, ja. Machen wir nicht. Einige Banditen. Da können wir mal nachgucken. Wo das ist. Ach, da oben. Missionsziel. Machen wir erstmal die Quest. Und ich glaube, ich muss auch mal gucken, dass ich irgendwie zu einem anderen Lager noch komme. Zu den Morkons zum Beispiel oder zu den Outlaws. Aber ich habe noch gar keine Ahnung, wo die sind. Ah, da unten ist dieses Riesenmonster. Ist auch ein Raptor oder sowas. Achtung! Bleib hinter mir! Oh, ich glaube, das ist heftig, ja. Nur einmal zuschlagen, danach bewegt er sich. Er schlägt selber zu. Nein. Aber sterbt nicht mehr mit einem Schlag. Das ist gut. Ja.
gut gehittet. Komm, mach ihn platt. Bam. Uiuiui. Was hatte ich und was? Auf der 5 hatte ich Essen. Was hat sie für Störungen? Okay. Irgendeine Vergiftung. Ist mir egal. So, ich glaube hier sind Banditen. Oh, die sind mal nicht Totenkopf. So nicht, Freundchen. Wo kommt der angeflogen hier? Mal schnell speichern. Wenn du im richtigen Moment wegspringst, verursachst du Explosionen keinen Schaden bei dir. Verursachen Explosionen keinen Schaden bei dir. Ja. Oh, da war eine Bombe. Schon mal einer weniger. Oh, weg, 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 weg. Nein! Der erste Tod heute. Zum Glück habe ich gespeichert. Boah, ist mal wieder warm spielen hier. Wo ist der Lümmel hin? Da. Da hat uns beide umgehauen hier. Mal ein. Bam. Boah. Den kaufe ich mir. Ja, schön. Jetzt erst. Neue Stufe. Wenn der Sound zu laut ist, dann müsst ihr mir das sagen, ja. Wer weiß, wie lange das hier alles noch steht. Dosenfleisch, jawohl. Das ist ein Multiplayer-Spiel, Elex? Nein, es ist ein Singleplay-Rollenspiel. Ähnlich wie Gothic. Ich bin nicht gut genug. Also es ähnelt auf jeden Fall sehr, ne? Weil die Macher vom selben Game Designer Team halt sind, oder viele zumindest, also Piranha Bytes. Oh, hier ist nichts mehr. Essen mal was. Und da sind schon wieder neue. Speichern. Ui. Da ist eine Mine reingelaufen.
Brauch mehr Ausdauer. Hä? Hat er gerade seine Waffe weggeschmissen? Wo ist die hingeflogen? Ach da, schädigte Großaxt. Siehst du, von den anderen muss ich die Waffen auch noch einsammeln. Ist alles Kohle. So, wo hat der seine Waffe hingeschmissen? Oh, miese. Oh, Mine. Vorsicht. Ja, okay. Ich denke, die Waffe ist gone. Guck nochmal ganz schnell da hinten bei den anderen. Nee. Hier ist auch nichts. Da. Schädigte Läuferklaue. Und der hatte einen Bogen in der Hand, meine ich, ne? Oder Schwertschild. Ist aber auch nichts mehr. Okay. Schädigter Berserkerbogen erhalten. Oh, cool. So, jetzt können wir noch gucken, ob wir hier noch was looten können. Nein, aber da vorne sind schon wieder Minen. Muss ich aufpassen. Die alte und ihr Potato. Ja. Aber sie ist halt momentan die beste Gefährtin, die ich halt nehmen kann, ne? Denke ich. Ich weiß nicht, wie der Roboter abgeht. Ich habe ja noch diesen Roboter-Gefährten, ne? Keine Ahnung, müsste ich halt mal ausprobieren. Oder den Spaßvogel, den wir letztens aufgegabelt haben. In der letzten Folge. Hier, falls ihr es noch nicht getan habt, Leute, ne? Könnt gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Ich habe zumindest die ganzen Folgen von Elex auch hochgeladen. Ich würde es gerne dieses Jahr noch schaffen, auf die 1000 Abonnenten zu kommen. Wäre ganz cool. Radio ausschalten, nee. Tasse nehmen wir mit. Oh, Truhe. Was haben wir hier? Golderz, Pokal, Geld und gestohlene Wertsachen. Ja, perfekt. Sollten euch einmal die Vorräte zur Neige gehen. Ja, Quest. Ah, ist die jetzt auch abgeschlossen direkt? Eine starke Rüstung ist schon gut, aber Bauplan Granaten. Uiuiui. Das ist auf jeden Fall sehr nice, Dietrich. Hör mal, ich hab da wieder etwas, worum ich mich in Tavar kümmern muss. Schieß los. Einige Mutanten sind in der Nähe des Forts ziemlich auffällig geworden. Wir haben ja öfter einmal Mutantenhorden, die unser Fort passieren. Doch diese scheint sich ungewöhnlich lange schon vor den Toren unserer Stadt aufzuhalten. Ich werde diese Höllenbrut der Alps auseinandernehmen. Bist du dabei? Ja, machen wir. Mutantenjagd in Tavar? Wenn sie das Land bedrohen, meinetwegen. Okay, dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Ach nein, doch nicht direkt. Da, ich kann sie förmlich riechen. Toll. Der Verwesungsgestank ist unverkennbar. Ich war doch noch gar nicht fertig da hinten. Geh du vor, ich werde dir folgen. Ah, mein Kopf. Ich muss mich konzentrieren.
Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Es geht los. Was, so schnell ging das? Im ersten? Dafür, dass die Totenkopf sind, ging das jetzt sehr schnell. Fertiges Schwert, nice. Liegt hier irgendwie die andere Waffe? Nö. Kriegen wir die ganzen Waffen nicht? Super nervig. Beschädigtes Schwert. Oh, daneben gehauen. Nein. Ganz schön verletzt. Alles okay bei dir? Ich hatte schon wieder vergessen, wie wenig ich für diese bemitleidenswerten Mutanten übrig habe. Diejenigen, die vor dem Fort herumgeisterten, sind jedenfalls erledigt. Gut so. Auch wenn sie dem Fort nicht wirklich gefährlich werden konnten, ist es besser so, wie es jetzt ist. Es heißt, einige Elexitoren können Mutanten kontrollieren. Das macht sie ja so gefährlich, weil du nie sicher sein kannst, ob nicht ein wacher Geist dahinter steckt, der dir ans Leder will. Also sind die Elexitoren dafür verantwortlich? Nein. Diese Mutanten waren harmlos und nur auf der Suche nach Elex. Für Kreaturen dieser Art ein völlig normales Verhalten. Wenn sie jemand tatsächlich kontrolliert hat, dann wird sich dieser jemand jetzt darüber ärgern, dass er seine Herde zu nah an bewohnte Gebiete geführt hat. Er hätte damit rechnen müssen, dass sich das Fort bedroht fühlt und die Mutanten aus dem Weg räumt. Okay, das ist beruhigend. Soweit man es bei diesen Dingern überhaupt sein kann. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich melde mich bei dir, sobald ich eine neue Aufgabe habe. Entschuldige, es sei denn, du hast etwas anderes zu tun. Sag mir einfach beim nächsten Mal wieder, worum es genau geht, und ich sage dir, ob ich wieder dabei bin. Klingt nach einem Plan. Ja, Free XP, ne? Okay, das war's. Ich noch eben den Toten looten und dann können wir nochmal dahin zurück, wo wir eigentlich waren. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Okay, wir waren hier vorne und wir sind hier unten. Aber vor mir sehe ich gerade eine Truhe. Kann ich mal eben überprüfen, weil ich habe ja beim letzten Mal Schloss knacken gelernt. Und gegebenenfalls kann ich sie jetzt mitnehmen. Aber wo ist die Truhe? Ah, da. Hier muss sie irgendwo sein. Oder? Nee. Ach, die ist hier unten. Glaube ich. Ah, aber das war eine Code. Ich glaube, das war eine Code-Truhe, ja. Ja, hier die. Das war nichts. Ja, das war die. Okay, die kann ich erstmal nicht dafür. Habe ich die Codes noch nicht? Das ist auch eine Truhe. Ja, ich brauche mich jetzt rüber. Gehen wir nochmal zu dem Bereich da zurück. Looten noch den restlichen Kram und dann können wir die nächste Quest eigentlich angehen.
Doch, das ist wieder der... Ja, das ist der Caleb, okay. Der Heini. Wir waren hier. Ah, ich habe auch schon was gesehen, was wir mitnehmen können. Was sich lohnt. Was das hier früher wohl mal war? Und zwar ist hier ein Elex-Vorkommen. Nice. Sehr schön. Mal eben schauen, ob hier vielleicht noch eins ist. Aber ne. Wieder ein paar Sachen versteckt hier. Klopapier nehmen wir auch mit. Ach, ich liebe das, ne? Einfach Sachen entdecken. Guck mal hier, einen Toten gefunden. Auch nochmal Elex. Energiezelle, sehr geil. Und warum ist der tot? Oh. Ich glaube deswegen. Da vorne ist auch noch einer. Okay, ich gehe erstmal zurück hier hochwärts. Die will ich meiden, da haben wir letztens schon einen platt gemacht. Die sind echt strong, die Typen. So, was haben wir hier? Hoffenweise Minen. Ich hasse diese Dinger. Sie verschandeln die ganze schöne Natur, die wir hier aufgebaut haben. Irgendwann sollten wir uns mal die Mühe machen und diese Türme einreißen. Jo, was ist da unten? Einfach mal ein fetter Roboter. Oh nein. Das tat weh. Mensch. Oh, die hat den platt gemacht, das ist gut. So, komme ich noch weiter hoch? Muss man da bestimmt hochkommen. Ne? Das sieht eng aus, ne? Da ist doch bestimmt irgendwas. Scheiße. Bin ich wegen ihr da runtergeglitscht? Da oben ist was. Ich sehe da was. Oh nein. Alter, das ist gar nicht so einfach hier mit der Steuerung. So. Auf ein neues. Nee, bis da oben komme ich nicht. Scheiße. Schade. Reicht mein Treibstofftank noch nicht. So. Okay. Ich werde mir das hier mal markieren. Mit Totenkopf. Dass da noch ein Boss ist, den ich noch nicht bekämpfen kann. Das ist gut.
Dann gehen wir erstmal weiter. Beziehungsweise ich gucke jetzt mal im Log nach, was wir als nächstes machen können. Tavar. Die Luft in der Mine ist vergiftet. Sollte Scrappy davon berichten? Scrappy will, dass ich Fenris berichte. Habe ich gemacht. Fenris will, dass ich zurück zu Scrappy gehe und ihm einige Splitter übergebe. Mit dem Geld soll Scrappy dafür sorgen, dass die Mine wieder in Betrieb genommen wird. Wie Splitter Gas aus einer Mine entfernen sollen, hat er mir nicht verraten. Okay, dann machen wir das als nächstes. Okay, die Elex-Vorkommen, die ich hier abgebaut habe, die sind auch weg. Die sind weg. Fenris schickt mich wegen der Mine. Und? Was hat er gesagt? Er hat nur gesagt, dass du das in Ordnung bringen sollst. Lügen. Also eben nicht die 1000 Splitter geben. Naja. Machen wir jetzt mal nicht. Mir fehlen ein paar Splitter. Ach, nicht genügend Splitter. Das ist natürlich jetzt doof. Mir fehlen 6 Splitter, aber warum muss ich 1000 abgeben? Das ist doof, ja. Okay, aber dann muss ich jetzt erstmal leider zu einem Händler. Wo kommt hier hoch? Und noch was verkaufen. Ärgerlich, das war gar nicht so geplant. Aber wenn ich den jetzt belüge, ja, eventuell auch ein bisschen uncool. Lass uns handeln. Sicher doch. So, verkaufen. Beschädigtes Schild. Ui. Zweihändig. Guck mal, das Ding kann ich verkaufen. Dann habe ich doch haufenweise Gegenstände, die ich nicht mehr brauche. Symbol von Ravak.
einen Löffel. So. 1500 haben wir wieder. Okay, ja. Presslufthammer. Kann ich auch einen verticken. Schrott. Alles Mögliche an altem Schrott. Daraus kann bestimmt einiges gebaut werden. Von Elektronik bis Holz. Abfälle ist alles dabei. Okay. Das brauche ich weiterhin. Zurück. Fenris schickt mich wegen der Mine. Und? Was hat er gesagt? Er hat mir Splitter gegeben. Das ist ein ganzer Haufen. Hat er auch gesagt, was ich mit der Kohle machen soll? Mit den Splittern das Leck stopfen, kommt wohl nicht in Frage. Hast du eine Idee? Gasmasken kaufen? Die Idee ist gut. Genug Kohle haben wir von Fenris ja bekommen. Aber ist das echt die Lösung? Ich wüsste nicht mal, woher wir welche bekommen sollten. Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Noch eine andere Idee? Die Gasquelle verschließen? Das wäre natürlich das Beste. Dafür müsste aber jemand reingehen und die Quelle suchen. Ja, klar. Muss ich weiß, der alte Scrappy hat schon viel verlangt, aber würdest du das für mich tun? Das ist ziemlich viel verlangt. Wir haben ja keine andere Wahl. Du bist stark, sieh mich an. Meine alten stimmzerfressenen Knochen halten das Gas doch keine Minute aus. Ich hoffe, das lohnt sich für mich. Dafür sorge ich schon. Nimm am besten was von Fenris Kohle. Kauf dir davon ein paar Heiltränke oder so. Ach, warte mal, da fällt mir ein, ich hab ja sogar eine Gasmaske. Ist zwar ein olles Ding, aber vielleicht hilft's ja wenigstens ein bisschen. Krieg 200 wieder. Während du dir die Mine ansiehst, schau ich mal, was unser Plan B sein könnte. Bring mir was bei. Das könnte er mir nochmal beibringen. Schmieden konnte er mir beibringen, ah. Schürfen habe ich schon. Munition herstellen. Konstitution noch auf 30. Okay. Sehr gut. Ich habe sogar noch Punkte. Wollen wir das mal auf 30 bringen? Mal Stärke noch hoch. Und Gerissenheit schon mal ein bisschen. Brauche ich auch noch. So.
Auf zur Mine. Erneut. Alter Beißer. Ich hoffe, die Raptoren sind nicht schon wieder da. Nee. Die sind gone. Gasmaske, ne? Wo haben wir sie denn? Braucht die auch eine Gasmaske oder kommt die jetzt einfach so mit? Ah ne, die kam ja nicht mit, ne? Na, musst du ja alleine da rein. Naja. Ich werde hier auf dich warten. Ach guck mal, ich habe unten trotzdem eine Anzeige, oder wie? Ist ja doof. Ich kontinuierlich damage. Geh voraus, ich folge dir. Ich werde hier auf dich warten. Dieser Damage Hund mehr abbauen und schneller arbeiten, sagt er. Er muss sich ja nicht mit dem hartnäckigen Gestein herumärgern. Soll der Idiot sich selbst mal in den Dreck schmeißen und was tun? Ob Scrappy weiß, wie Grom mit uns umgeht? Geh mal ein Stück weiter. Erzader. Sechs Eisenerz. Cool. Gibt's halt offenweise Elex, ne, die ganzen Leichen hier zu looten. Oh, Essen bringt nicht mal was. Schitte. Muss ich gleich wieder raus. Warte ich schon seit 3 Tagen darauf, dass mir der Nichtsnutz von einem Werker neues Werkzeug bringt. Wenn er noch länger braucht, dann sitze ich mir noch mein Arschleder durch. In einer Woche draußen, das kann ich wohl vergessen. Oh. Ja. Ist gleich raus. Ist gleich raus. Hier ist noch ein Toter, da ist auch noch ein Toter. Hallo? Oh, fuck. Da hat schon wieder die Lootnase zugeschlagen, ja? Ich hab mich auf mein Leben geguckt. Oh nein, jetzt muss ich nochmal dahin. Okay.
eigentlich keine Hände? Nö. Nö. So, auf ein neues. Diesmal speichern. Ich werde hier auf dich warten. Besser, ich verschwinde hier. Warum? Lass mal alles mitnehmen hier. Gleich raus. Jetzt noch bis hier vorne. Ja, da. Die nehmen wir noch mit. Und dann geht's schnell raus. Schnell, 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 schnell. Zum Glück genug Essen. Muss nur eben warten. Ich werde hier auf dich warten. Das geht nicht lange gut. Hier ist stärker. Muss ich gleich schon wieder raus. Oh ja. Komm, 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 komm. Der Heiltrank bringt auch nichts. Oh, dammit. Oh, da hinten ist es richtig stark. Das schaffe ich nicht. Oh, das ist ja kacke. Hmm.